Herzlich willkommen bei uns am MyTaxi-Stand. Ich möchte euch ganz gerne einfach mal ganz kurz zeigen, was unsere MyTaxi-App kann und wie sie funktioniert. Es funktioniert ganz einfach. Ihr ladet euch die App kostenlos aus dem App Store herunter oder aus dem Google Play Store. Und dann öffnet ihr die App und ihr werdet sofort automatisch geortet. Eure Position wird direkt angezeigt. Vorteil für die Leute, die häufig in anderen Städten unterwegs sind, weil ihr müsst halt nicht mehr schauen, wo ist meine Position oder wie ist die Telefonnummer der Zentrale vor Ort. Dann gehe ich einmal zur Adressauswahl. Wenn ich jetzt sehe, dass ich kleinere Abweichungen habe, kann ich diese halt fein justieren, indem ich einfach über den Bildschirm slide. Oder ich gehe halt hier drauf auf diesen Stift und kann dann halt zum Beispiel, wenn die Hausnummer ein bisschen abweicht, die Hausnummer direkt eingeben. Und wenn ich dann bestellen möchte, klicke ich einfach auf diesen Bestellbutton. Dann öffnet sich die Bestellübersicht. Hier habe ich einmal die Möglichkeit, den Fahrpreisrechner aufzurufen, um mir im Vorfeld der Fahrt schon mal einen Überblick zu verschaffen, was kostet mich die Tour ungefähr. Ich habe die Möglichkeit, eine Vorbestellung durchzuführen, wenn ich jetzt zum Beispiel übermorgen um 6.30 Uhr zum Flughafen möchte, kann ich dies als Vorbestellung rausschicken und werde dann so auch pünktlich abgeholt. Weitere Sache ist, dass ich einmal die Anzahl der Personen angeben kann. Alles, was ab 4 Personen ist, wird dann gezielt nur an Großraumfahrzeuge rausgegeben. Weitere Möglichkeit, einmal Kreditkarte oder andere Zahlungsmittel auszuwählen. Und wenn ich das alles eingegeben habe, kann ich oder drücke ich dann einmal auf den Bestellbutton. Die Anfrage wird ausgelöst und erreicht immer zuerst den Taxifahrer, der unmittelbar bei euch in der Nähe ist. Sieht man einmal hier ganz schön auf der Driver-App. Der Fahrer nimmt den Auftrag dann an und ihr als Kunde bekommt direkt ein Feedback, dass wir einen Fahrer für euch gefunden haben. Ihr seht hier oben das Foto des Taxifahrers, seine Bewertung, wie er von anderen Fahrgästen bewertet wurde. Und ihr könnt euch über das Informationsfeld einmal noch den Namen anzeigen lassen. Und um den Fahrer besser finden zu können, haben wir einmal das Kennzeichen vom jeweiligen Taxi mit angezeigt und das Fahrzeugmodell. So, der Taxifahrer ist dann auf dem Weg zu euch. Hier in der Demo jetzt leider schwierig zu zeigen, aber ihr seht dann das Auto live in der Anfahrt zu eurer Position. Und dann steigt ihr ein und fahrt dorthin, wo ihr gerne hin möchtet. Was jetzt noch neu gelauncht wurde bei MyTaxi ist einmal MyTaxi Payment. Das ist ein sehr innovativer Service, wo wir die Ersten sind, die auf dem Markt damit auffahren. Und zwar habt ihr die Möglichkeit, euch bei unserem MyTaxi-Login mit Kreditkarte oder eurem PayPal-Zugang anzumelden und könnt die Fahrt dann durchführen. Bargeld los und ihr braucht keine Karte mehr zu zücken oder Bargeld rauszuholen, sondern ihr bezahlt einfach über euer Smartphone und die Quittung der jeweiligen Fahrt bekommt ihr im Anschluss direkt per E-Mail auf euren E-Mail-Account zugeschickt. Ja, das war's soweit.